So, herzlich willkommen, liebe Playmakers daheim. Mein Name ist Niklas Römer, meines Zeichens Wide Receiver für die New Yorker Lions und für die deutsche Nationalmannschaft. Ich stehe hier heute mit meinem Teamkollegen Christian Wollmann, auch Wide Receiver der New Yorker Lions. Und wir beide haben die Ehre, heute mal zwei Handschuhe testen zu dürfen. Wir durften die schon im Spielern testen, ja, und zwar sind das einmal das ist der Nike Vapor 2.0 und einmal der Nike Vapor 3.0. Ja, und zwar werden wir heute mal insbesondere den Grip mal austesten, wie weit wir das Ganze strapazieren können, indem wir diese Ballwurfmaschine mal richtig weit aufdrehen und dann mal schauen, wie sich der Grip dabei verhält, ob wir die Bälle trotzdem noch festhalten können oder nicht. Genau. Ja, ich glaube, das wird einzig und allein vom Grip abhängen. Natürlich werden wir auch auf weitere Punkte eingehen, wie zum Beispiel die Optik, den Style, die Festigkeit, wie das Ganze sitzt an den Händen. Ja, und werden dann mal euch versuchen, ein bestmögliches Bild dieses Handschuhs oder dieser beiden Handschuhe zu bieten. Wir starten als erstes mal mit der Optik, mit dem Style, weil das im Prinzip das ist, was jeder sofort sieht, wenn ich aufs Feld komme, so, boah, was hat der für geile Handschuhe an. Ja, und zwar gab es jetzt, oder es gibt ein paar kleine Unterschiede zum Vorgängermodell. Ja, wir haben jetzt hier beim 2.0er noch eine kleine, ja, so eine Art Lederoptik, ja, in so einer Art Kunstleder, so ein bisschen geht es in die Richtung. Beim 3.0er ist es schon mehr eine Art Plastikoptik. Oder nicht eine Art Plastikoptik, sondern das Material ist eher aus einer Art Plastik, geht in eine Carbonoptik. Der ist deshalb sehr schick anzusehen. Ja, was gleich geblieben ist zum Vorgängermodell, dass die zwei mittleren Finger, der Ringfinger und der Mittelfinger, optisch abgehoben sind. Ja, das gab es jetzt schon seit einigen Modellen, dabei sind sie gleich geblieben. Das Muster innen drin hat sich ein klein bisschen geändert, ist aber trotzdem sehr schön noch anzusehen. Auf der Innenseite ist es immer noch so, dass man dieses nette Feature hat, dass wenn ich das, die Hände zusammenlege, das Nike-Logo erkennen kann. Genau, dann was jetzt neu ist, sind dieses kleine Nike-Zeichen und das Nike-Emblem. Im Gegensatz zu dem 2.0er mit zweimal Nike. Okay, und dann kommen wir zur Passform. Die Passform ist sehr gut, der Handschuh, also der Nike Vapor 2.0 passt sich sehr gut der Hand an, da er aus einem leichten Kunstleder ist, was sehr weich ist und sich gut an die Hand anpasst. Im Gegensatz zu dem Nike Vapor 3.0, der hier außen etwas fester ist durch, dieses leichte Plastik. Vom Material her hat man wahrscheinlich ein klein bisschen mehr auf robustes Material gesetzt beim 3.0er. Das geht jetzt mehr in so eine Art Plastikrichtung in dieser Carbon-Optik. Es ist reißfester, es fühlt sich dementsprechend aber auch ein klein bisschen härter an. Ja, also man muss jetzt sagen, dass der 3.0er aufs Erste erstmal ein bisschen hart sich anfühlt, ein bisschen ungemütlich, muss man fast sagen. Was sich aber im Verlauf des Spiels gar nicht mehr rausstellt. Da kriegt man das gar nicht mehr mit, man achtet nicht mehr drauf und macht das Ganze natürlich aber auch robuster. Ja, das heißt, die Handschuhe reißen nicht so schnell. Viele Leute kennen das Problem, wenn ich jetzt mal mir ein paar Handschuhe kaufe für die Saison, ziehe das Ganze auch im Training an, dann ist ganz oft nach der fünften Woche der Handschuh hinüber, weil ganz oft die Nähte reißen. Ja, das hat Nike hier gut gelöst, auch schon im 2.0er Modell, dass man es einen kleinen Übergang gibt von Naht der Gripfläche über zum restlichen Handschuh. Gibt es nochmal verschiedene Materialien, die das Ganze ein bisschen robuster und ein bisschen dehnfacher machen, dass gerade diese kritischen Stellen zwischen den Fingerspitzen, zwischen den Fingerbeugen hier nicht so schnell einreißen können.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Grip. Der Grip beim Nike 2.0 ist schon sehr gut. Es lässt sich viele Spiele damit bestreiten, sowie auch Trainingseinheiten, sodass man eigentlich mit ein paar Handschuhe oder mit, sag ich mal, mit zwei Paar Handschuhen durch eine ganze Saison kommt mit Training und Spieleinheiten. Ja, beim 2.0 ist der Grip auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Da hat man auch nach der 5., 6., 7. Woche keine Probleme, wenn man die Handschuhe anzieht. Umso besser noch beim 3.0er, da merkt man wirklich, wenn man den Ball fängt, dass der Ball, der klebt fast an der Hand. Der Grip an sich, wie gesagt, das haben wir heute sehr stark ausgetestet, der hält auch bei Geschwindigkeiten von bis zu 80, 90 Stundenkilometer wunderbar. Da haben wir festgestellt, dass da überhaupt keine Schwierigkeiten gibt. Also wenn man den Ball fallen lässt, am Grip kann es leider nicht liegen. Mit dem 3.0er, muss ich fast sagen, bin ich fast noch mehr zufrieden als mit dem 2.0er. Ich habe auch einen 2.0er vorher besessen. Ja, Christian hat heute den 2.0er auch nochmal als Vergleich angetestet. Alleine von der Optik her, von den Features, vom Grip her, wäre für mich ein absolutes Must-Buy. Ja, Leute, die viel Wert auf Style legen im Feld, auch auf dem Platz. Absolutes Muss, gibt es auch in vielen verschiedenen Farbmustern. Ich habe jetzt hier in dezenter Schwarz-Silber-Optik, ist optimal, der Grip perfekt, sowie mit neuen Bällen als auch mit älteren Bällen. Da gibt es überhaupt keine, die stehen sich da nichts nach und für mich definitiv ein Must-Buy. So, das war unser Test heute bezüglich der Nike Vapor 2.0 und 3.0. Ich hoffe, wir konnten euch ein klein bisschen weiterhelfen bezüglich dieses Handschuhs und worauf kommt's an? Be a Playmaker. Okay.